Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich den Lesemonat aus dem Monat Dezember für euch. Insgesamt habe ich im Dezember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher gelesen. Und es waren tatsächlich alle in Printform. Allerdings habe ich zwei davon auch auf Nextory gehört. Ihr wisst, ich höre meine Hörbücher eigentlich zu 95% auf Nextory, außer es handelt sich vielleicht um ein Audible Original. Ich mag die Plattform sehr, sehr gerne, weil man einfach unbegrenzt hören kann, was bei einigen Hörbuchanbietern ja mittlerweile gar nicht mehr möglich ist. Nicht bei allen, aber bei den meisten gibt es die Funktion eben nicht mehr. Und ich möchte mich einfach in meiner Freiheit nicht einschränken lassen. Ich möchte nicht auf 25 Stunden oder 100 Stunden begrenzt sein und dann nochmal Geld zahlen, wenn ich doch mein Hörbuch noch zu Ende hören möchte. Ich möchte mir da einfach die Freiheiten lassen und deshalb ist Nextory für mich einfach die beste Option. Es gibt verschiedene Pakete. Ich habe eben das Unlimited-Paket und es gibt mittlerweile über 500.000 Hörbücher und sogar auch E-Books. Das heißt, ihr könnt hin und wieder auch ein E-Book dort finden. Zum Beispiel zu dem ersten Buch, das ich in diesem Monat gelesen habe, Cards of Love. Kommen wir gleich nochmal dazu. Das gibt es nämlich sowohl als Hörbuch als auch als E-Book auf der Plattform. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schaut einfach mal unten in die Infobox rein. Da habe ich euch einen Link eingefügt, wo ihr 30 Tage Nextory kostenlos testen könnt. Ihr müsst da nichts bezahlen, ihr könnt einfach mal reinschnuppern. Es gibt super tolle Funktionen. Die Fast-Forward-Funktion nutze ich zum Beispiel jedes Mal, weil ich meine Hörbücher auf zweifacher Geschwindigkeit höre, weil die normale Geschwindigkeit mir viel, viel, viel zu langsam ist. Dann gibt es eine Schlummerfunktion, das heißt, wenn ich abends ins Bett gehe, dann mache ich mir einfach einen Timer auf, oder diese Schlummerfunktion auf 10 Minuten und nach 10 Minuten hört das Hörbuch automatisch auf. Das heißt, ihr verpasst nichts, ihr wisst genau, selbst wenn ich nach 3 Minuten einschlafe, ich muss maximal 10 Minuten zurückspulen. Also ich mag die App sehr, sehr gerne, testet sie gerne mal aus. Unten ist der Link und jetzt machen wir weiter mit dem Lesemonat, beziehungsweise ich habe das Buch ja schon hier an meinen Füßen liegen. Ich habe Nina Tramontanis Cards of Love gelesen. Da war gerade etwas Kunstschnee. Ich habe nämlich gestern meinen Tannenbaum hier aufgestellt, beziehungsweise es war Styropor. Es war kein Kunstschnee, es war Styropor aus der Verpackung. Ich habe nämlich einen künstlichen Baum. Und ich will ihn euch zeigen, aber er ist noch nicht fertig. Ich habe nur gestern die Lichterkette drum gemacht, damit ich den heute mit Maler schmücken kann. Wenn ich das nämlich gestern Abend schon getan hätte, dann hätte sie mich wahrscheinlich heute einen Kopf kürzer gemacht. Ja, machen wir aber jetzt weiter mit dem Lesemonat. Nina Tramontanis Cards of Love, die Magie des Todes, heißt der erste Band. Ich habe ihn euch ja schon sehr, sehr oft in meinem What I Read Next Video in die Kamera gehalten und endlich habe ich ihn auch von meinem Sub befreien können. Cards of Love, wie der Name schon sagt, es geht sehr, sehr viel um Tarotkarten. Es geht um, wie heißt sie nochmal, Giulietta. Ihr Vater stirbt und sie reist nach Venedig, um herauszufinden, was denn dort geschehen ist, landet dort in einem großen Hotel, das ihrem Onkel gehört. Und oder eigentlich ihrer Familie gehört, ihr Onkel leitet es. Und dort geht es nicht mit rechten Dingen zu. Sie lernt dort Malvolio kennen und ja, kriegt gesagt, halt dich von der ersten Etage fern. Da sind die Schauspieler, die zum Karneval angereist sind und die sind alle ein bisschen seltsam, halt dich von denen fern. Und dann passiert ja auch nichts. Natürlich hält sie sich nicht von ihnen fern, beziehungsweise die Schauspieler halten sich auch nicht von ihr fern. Warum das so ist, müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Ich fand die Geschichte eigentlich ganz cool, weil ich sowieso ein Fan von Tarotkarten bin. Ich bin ein Fan von Venedig, ich bin ein Fan von diesen mysteriösen, maskenumwobenen Örtchen, Städtchen. Und ja, in Kombination mit den Tarotkarten fand ich die Geschichte sehr gut gelöst oder sehr gut ineinander verwoben. Giulietta ist eine coole Charakterin. Malvolio ist auch super interessant. Der Cliffhanger am Schluss lässt mich natürlich jetzt wieder hier sitzen und mich fragen, wie es weitergeht. Ich habe den zweiten Band auch hier, aber da Band 1 auf meiner 23 für 23 Liste war, wollte ich den jetzt zuerst mal abarbeiten. Aber da sind noch 4 andere Bücher, die ich im Dezember lesen möchte, um die Challenge zu schaffen. Demnach, ja,
muss ich da jetzt ein bisschen kürzer treten und muss sagen, ich kann den zweiten Band leider erst im Januar lesen. Dann habe ich ein Buch von meinem Sub befreien können, das noch gar nicht so lange da drauf gelegen hat. Und es passt farblich hervorragend zu meinem Ugly Christmas Sweater. Ich habe heute nämlich gedacht, wenn ich schon im Dezember ein Video hochlade, dann müsste ich eigentlich auch öfter oder eigentlich in jedem Video einen Weihnachtspullover tragen. Ich habe nämlich sehr, sehr viele davon und werde euch die jetzt nach und nach präsentieren. Habe ich beschlossen. Ja, auf jeden Fall das nächste Buch, das... Ich bin heute irgendwie in Laberlaune, es tut mir leid. Das nächste Buch, das ich im November gelesen habe, ist Cassandra Clare's Swordcatcher, die Chroniken von Castellan. Es ist der Reihenauftakt von Cassandras neuester Reihe. Es ist ein wunderschönes Cover mit einem noch wunderbareren Farbschnitt. Ich liebe alles daran. Aber auch die Geschichte konnte mich sehr, sehr überzeugen. Wer Cassandra Clare nicht kennt oder gerade nicht zuordnen kann, sie ist die Erschafferin der kompletten Shadowhunter-Reihe. Also sei es jetzt die City of-Reihe, also die Chroniken der Unterwelt-Reihe, City of Bones, City of Ashes und Co. Sei es jetzt die Clockwork-Reihe mit Clockwork Angel, Clockwork Princess und Co. Sei es jetzt die Chain of Gold, also die letzten Stunden-Reihe. Sei es jetzt die Chroniken von Magnus Bane, die Lady Midnight, Lord of the Shadows und so weiter. Sie hat sehr, sehr viele Bücher im Shadowhunter-Universe geschrieben und jetzt hat sie sich an eine komplett neue Reihe gewagt mit neuen Charakteren, die da wären Lynn und Kehl. Kehl ist ein Schwertfänger und Schwertfänger haben eigentlich nur eine Funktion und zwar sollen sie, das steht auch im Klappentext, das kann ich euch auch einfach so vorlesen, sie sollen der Doppelgänger von einem Prinzen oder von einem königlichen Mitglied sein und dafür sorgen, dass dieser nicht getötet wird. Und Lynn ist eine Heilerin. Wie die beiden sich kennenlernen, müsst ihr natürlich auch selbst lesen. Ich fand aber das erste Zusammentreffen zum Beispiel super interessant und habe auch sehr, sehr lachen müssen, als Kehl das erste Mal am Hof eingeführt wurde bei so einem abendlichen Abendessen. Abendliches Abendessen. Ihr wisst, was ich meine. Und da hat man einfach schon gemerkt, dass Kehl ein super, super lustiger Charakter ist und dass man mit dem im Laufe des Buches wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Spaß haben wird. Ich finde allgemein, dass Cassandra Clare es immer schafft, sämtliche Charaktere, seien es jetzt Hauptcharaktere oder Nebencharaktere, so facettenreich zu beschreiben und darzustellen, dass man einfach zu jedem irgendwo eine Connection fühlt. Und genauso ging es mir hier auch. Am Anfang braucht man immer so einen Moment, bis man alle Charaktere zusammen hat. Es ist nicht so schlimm wie bei Game of Thrones, dass man denkt, okay, die werde ich mir nie alle merken können. Aber ja, also das Buch hat insgesamt, lass mich lügen, knapp 800 Seiten. Und ich habe bestimmt die ersten 100, 200 gebraucht, um die meisten Charaktere in meinem Kopf zu sortieren und richtig zueinander zuzufügen. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin heute irgendwie ein bisschen neben mir. Ihr müsst es verzeihen. Ja, insgesamt kann ich nichts Schlechtes über den Reihenauftakt sagen. Tatsächlich gar nicht. Und das liegt nicht daran, dass es Cassandra Clare ist und ich sie liebe, sondern die Reihe hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich bin gespannt, wie es nach dem Ende hier weitergeht. Das nächste Buch habe ich auch direkt Anfang Dezember schon gelesen, weil es da auf den Markt kam. Es kam ein bisschen später bei mir an, deshalb konnte ich es nicht direkt zum 1.12. zum Release lesen. Aber ich habe es dann, sobald es da war, direkt in die Hand genommen und gelesen und geliebt. Ich liebe die Green Valley-Reihe und wer mir schon länger folgt, der weiß das auch. Der weiß, dass ich dieses Buch, ja, nicht auf meinem Sub hätte verweilen lassen können. Ich musste es sofort lesen. Es kam mir an und ich glaube, abends habe ich es direkt schon hier auf der Couch gesessen und habe die ersten Seiten verschlungen. Ich habe es euch ja auch in meinem letzten Reading-Vlog schon gezeigt. Da habe ich ja auch schon ein bisschen über das Buch gesprochen. Deshalb muss ich jetzt heute nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Es geht um Rebecca und sie wird beurlaubt, weil sie in ihrem Job als, ich nenne es mal Kirchenmitarbeiterin, Kirchenseelsorgerin, etwas tut, was von den Eltern des Mädchens, dem sie hilft,
nicht als gut empfunden wird. Ich versuche das jetzt so mysteriös wie möglich zu umschreiben, damit man nicht genau weiß, was passiert ist. Auf jeden Fall wird sie halt beurlaubt und geht zurück in ihr Heimatörtchen Green Valley zu ihren Eltern. Ihr Vater ist der Pastor von Green Valley und ja, er hat sich die Hüfte gebrochen. Ich glaube, die Hüfte war es. Er hat sich auf jeden Fall verletzt, liegt im Krankenhaus und liegt flach. Und das kurz vor Weihnachten, wo die ganzen Weihnachtsaktionen anstehen. Und da wird Rebecca gebeten, vielleicht doch für ihn einzuspringen und seine Aufgaben zu übernehmen. Und das Ganze ja, artet ein bisschen in weihnachtlichem Stress aus. Aber man hat das Gefühl, als wäre man mitten dabei und würde bei jeder Aktion mitmachen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach so ein Lily Lucas-Ding. Wenn ich mit ihr nach Green Valley reise oder auf die Cherry Hill Farm, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich bin Teil der Clique, ich gehöre dazu, ich bin mittendrin statt nur dabei. Und ja, es ist einfach ein wunderschöner weihnachtlicher Roman, der in Green Valley spielt. Also alle Liebhaber dieser Reihe kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Das nächste Buch ist mal wieder ein bisschen anders als alles, was ich sonst lese. Also es ist jetzt kein New Adult und kein Fantasy, sondern ein Buch von einer Influencerin, die ich schon länger auf Instagram verfolge, beziehungsweise nennt sie sich Amtsfluencerin, weil sie nämlich lustige Reels und lustige Anekdoten rund um das Thema Amt und Bürgerbüro und so weiter vom Stapel lässt und uploadet. Also wer sie noch nicht kennt, schaut mal bitte bei Instagram, Conny from the Blog nennt sie sich. Und hier, make Amt great again. Sie ist einfach super witzig, sie hat so verschiedene Filter, die kannst du bei Instagram auch selbst benutzen. Und ja, jeder Filter stellt quasi einen anderen Charakter dar. Im Buch sind sie auch nochmal alle aufgeführt. Und jeder hat halt so einen gewissen Charme und so ein gewisses Etwas. Doris zum Beispiel sagt, ist doch alles nicht so schlimm, Mausi. Die Lara ist halt so eine ganz Überliebe. Also ja, ich mag ja Bürger. Dann gibt's noch Ronja. Das challenge mich ganz schön hier. Die ist so ein bisschen mit allem überfordert. Dann ganz Petra, Stress, kannst du wegatmen. Die ist so ein bisschen die Ruppige aus dem Büro. Es ist halt super witzig. Und hier im Buch geht es eben um zum Beispiel die Digitalisierung auf dem Amt. Man sagt ja immer, dass das Amt so ein bisschen hinterwäldlerisch ist. Und dann wird in Zeiten von Corona auf einmal sowas wie Zoom-Calls und was hatten sie noch drin? Onboarding. Was hatten sie noch drin? Ich habe mich kaputt gelacht. Sure-Fix-Termine. Das war einfach viel zu witzig. Und dann in Kombination mit den ganzen Charakteren, die immer wieder im Buch auftauchen und zu bestimmten Themen etwas zu sagen haben, war es einfach nur urkomisch, das Buch zu lesen. Und ja, wenn ihr was zu lachen wollt, dann schaut da unbedingt mal rein. Und ich finde, das ist, wenn du so ein bisschen vielleicht auch Büro-Erfahrung hast oder vielleicht auch auf dem Amt arbeitest, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Weihnachtsgeschenk für alle, ja, Mitarbeiter dort. Ebenfalls im November, ich glaube, ich habe eben schon ganz oft Dezember gesagt, aber es ist der Lesemonat November, durfte dieses Buch von meinem Sub verschwinden. Es lag da auch tatsächlich gar nicht so lang. Es ist nämlich auch erst, ich glaube, im Oktober erschienen, soweit ich das jetzt gerade richtig auf dem Schirm habe. Aus Sternen und Staub ist das neueste Buch von TJ Klun, der auch Mr. Parnassus geschrieben hat, der auch Wallace Bryce geschrieben hat und der auch die Familie Lawson geschrieben hat. Das sind ja furchtbar lange Titel, ich kann sie euch gerne unten in der Infobox auch nochmal verlinken. Ja, TJ Klun schreibt ganz außergewöhnliche Bücher, die für mich tatsächlich außerhalb jeder Norm liegen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich auch nur ein einziges Buch in meinem Regal habe, das so ist wie ein TJ Klun Buch. Manchmal habe ich das Gefühl, es passiert so wirklich gar nichts und doch passiert super viel. Und was ich auch sagen muss bei TJ Klun, machen es die Charaktere. Also der hat ein ganz großartiges Charakterbuilding. Du fühlst mit denen mit, du willst alles über diese Charaktere wissen. Sie sind, ja, seltsam,
Sie sind aber auch sehr herzlich und sie sind so gut ausgearbeitet. Das ist wirklich eins seiner Talente, würde ich behaupten. Hier geht es zum Beispiel jetzt um Nate Cartwright, heißt er, glaube ich. Genau, Nate Cartwright. Er ist Journalist und seine Eltern sterben und vermachen ihm eine alte Holzhütte, in der er als Kind auch des Öfteren unterwegs war. Und er macht sich auf die Reise dorthin und überlegt, dass er dort vielleicht seinen Roman schreiben kann. Als er zur Hütte kommt, ist die allerdings nicht leer und verlassen, sondern ein knapp 40-jähriger Mann namens Alex sitzt da mit einem 10-jährigen Mädchen und hält ihm eine Pistole an den Kopf. Ja, das ist eine ganz, ganz wilde Art, sich kennenzulernen, aber irgendwie passiert es dann doch, dass Nate dort bleibt mit Alex und Artemis Darth Vader, so heißt das Mädchen, in einer Hütte und die Geschichte, die die beiden ihm erzählen, wer sie sind und was sie machen, ist absolut unglaublich. Also zuerst, natürlich trauen sie Nate absolut nicht, aber so nach und nach kriegst du halt immer mehr mit, was passiert ist und wer Artemis Darth Vader ist und wer Alex ist. Und ja, ich habe die Geschichte sehr, sehr gerne gelesen, muss aber auch sagen, dass sie nicht die stärkste Geschichte von T.J. Klune ist. Sie hat wieder super Charaktere, sie hat auch super viele Plot-Twists, es hat sich auch in eine Richtung entwickelt, die ich gar nicht habe kommen sehen. Aber ja, man hätte es vielleicht anhand des Namens auch erahnen können, aber soweit habe ich natürlich nicht gedacht. Ich habe auch die Ausgabe mit diesem wunderschönen Farbschnitt, also ich glaube, das ist auch einer der schönsten Farbschnitte in meinem Regal. Absolut ein Highlight. Ich muss jetzt nur mal schauen, wo ich es hinstelle, weil es das erste Hardcover-Buch von ihm ist in meinem Regal und ich Hardcover und Softcover normalerweise getrennt halte. Das wird jetzt mein First World Problem, aber ein richtig, richtig schönes Buch. Was wäre ein Lesemonat ohne ein Buch aus dem Hause KISS? Natürlich habe ich auch diesen Monat eins gelesen und zwar When the King Falls von Marie Niehoff. Ich bin ja eigentlich mittlerweile so ein bisschen aus dem Vampir-Thema raus, weil ich irgendwann so die Überdosis Vampire hatte. Aber Marie hat es geschafft, dass das Thema für mich wieder etwas interessanter wurde. Die Geschichte rund um Florence und König, wie heißt er denn? Ich weiß es gerade nicht mehr, wie er heißt. Florence und der Vampirkönig. Der Name wird mir wahrscheinlich später einfallen, wenn ich das Video schneide. Ja, sie hat es auf jeden Fall geschafft, dass ich da nochmal Lust drauf hatte, etwas mit Vampiren zu lesen. Im Buch geht es um den Vampirkönig, der einmal im Jahr eine Blutbraut auswählt, von der er sich das restliche Jahr dann quasi nährt. Und Florence wird von ihrer Familie ihr ganzes Leben lang darauf vorbereitet, bei diesem Auswahlverfahren dabei zu sein, weil die Familie eine Rebellion plant. Der Vampirkönig hat ihre Großmutter, glaube ich, war es, oder ihren Großvater töten lassen und deshalb schwört die Familie auf Rache und möchte, dass Florence sich als Blutbraut bewirbt und ja, versuchen halt alles, dass sie das auch wird, um den König dann eben töten zu können. Natürlich kommt alles anders, als man denkt. Ich meine, da nehme ich euch jetzt nichts vor, nichts voraus. Sie lernt ihn eben kennen und merkt, dass er ganz anders ist, als sie gedacht hat. Sie verbringt dann Zeit mit ihm an seinem Hof und lernt auch seine Schwester kennen und macht sich Freunde auf dem Hof oder am Hof. Und dann steckt sie natürlich in der Zwickmühle. Sie möchte einerseits ihre Familie nicht enttäuschen, aber andererseits möchte sie auch, dass die Welt sieht, dass der Vampirkönig gar nicht so ist, wie gedacht. Oder dass zumindest die Familie sieht, dass der Vampirkönig gar nicht so ist, wie gedacht. Und dass man ja auch mit ihm zusammenarbeiten könnte. Es gibt super viel Intrigen, es gibt super viel Machenschaften am Hof, außerhalb des Hofs, innerhalb der Familie und ach, es ist einfach ein wundervolles Buch. Also ich habe diesen Monat tatsächlich nur wundervolle Bücher gelesen. Keins, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt ein Flop oder halt nur sowas für zwischendurch. Mir haben tatsächlich alle gefallen. Und mit alle gefallen kommen wir auch zum letzten Buch, das mir wirklich richtig, richtig, richtig gut gefallen hat. Und zwar war das Sterndämmerung von Stern geküsst von Poppy A. Robin.
Wer meine Videos schon länger verfolgt, weiß, dass ich die Patenschaft von Bookish Christmas für die Poppies übernommen habe. Poppies sage ich nämlich deshalb, weil Poppy A. Robin ein Zusammenschluss von zwei Autorinnen ist, die ich auch auf der MagicCon treffen durfte. Und das hier ist quasi ihr Debütroman bzw. der Reihenauftakt zur Sterndämmerungsreihe. In der Reihe geht es um Mina. Sie liebt die Sterne. Sie ist schon ihr ganzes Leben lang fasziniert von den Sternen und hat das auch zu ihrem Beruf gemacht. Sie ist nämlich dabei, Lehrerin zu werden und unterrichtet darf bald an einem sehr renommierten College in Schottland unterrichten. Wir steigen direkt in die Geschichte ein mit einem Pub-Quiz, das sie mit zwei ihrer Freunden regelmäßig macht. Und dort ist Disney-Nacht. Und damit hatten mich die zwei direkt am Haken. Sie müssen sich alle Disney-Namen geben. Mina nennt sich Mulan. Und dort trifft sie auf Prinz Eric. Und Prinz Eric, der hat es ihr ganz schön angetan und verdreht ihr ganz schön den Kopf. Er ist natürlich nicht der, der er zu sein scheint, und sie ist auch nicht die, die sie zu sein scheint, aber das lernen wir so nach und nach kennen. Es ist eine Urban-Fantasy-Geschichte, die auf der Erde spielt, aber ganz schnell das Setting wechselt und dann sind wir nicht mehr auf der Erde, sondern irgendwo, wie das Wort Sterndämmerung schon sagt, in den Sternen. Wo genau, müsst ihr natürlich herausfinden. Ich würde sagen, es ist eine Jugend-Fantasy-Geschichte, also auch für jüngere Leser geeignet. Es gibt zwar auch spicy Szenen, auch recht zeitnah, aber ich finde, die Poppies haben das sehr schön geschrieben, so dass es auch für jüngere Leser geeignet ist. Ich habe mit den beiden ein Interview führen dürfen. Ich habe ja bei Instagram nach Fragen für die Autorinnen gefragt, dass ihr mir quasi Fragen für sie schickt. Und da wird es bald auch noch ein Video geben, wo wir die Fragen quasi gemeinsam beantworten. Also seid da gespannt, das wird kommen. Und kann euch nur ans Herz legen, dass ihr auch mal nach der Reihe schaut, weil sie mir richtig gut gefallen hat. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im November gelesen habe. Ich packe sie euch wie immer unten in die Infobox. Ich werde euch auch die anderen TJ Klune Bücher, über die ich gesprochen habe, in die Infobox packen, damit ihr da einfach mal nachschauen könnt. Es ist ja bald Weihnachten und ich finde, dass Bücher ein wundervolles Geschenk für jung und alt sind. Und es gibt viele Leute, die sagen, Bücher sind keine richtigen Geschenke. Aber ich spreche im Namen von uns allen hier in der Buchbubble. Bücher sind das schönste Geschenk, das man einem Buchnerd machen kann. Mit diesem wundervollen Satz verabschiede ich mich jetzt heute von euch, wünsche euch einen wundervollen Tag, habt's fein und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!